Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4 mit mir, den Reflex. Und ihr seht es ein bisschen am Dämmern, dunkel. Ich habe auch die Vorhänge zugezogen. Es ist taghell draußen. Taghell ist es. Taghell. Ja, wir haben ja hier aufgehört zu spielen beim letzten Mal. Wir haben ja hier Ellie verloren und den... Wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich nenne ihn einfach mal Jeffrey. Den Jeffrey haben wir verloren. Ja, und bewegen uns jetzt... Juckt schon wieder. Bewegen uns jetzt weiter hier erstmal in der... Hoppala. Ich muss dazu sagen, ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt und dürfte mir jetzt nicht übel nehmen, wenn ich jetzt ein wenig die... ein wenig die Steuerung nicht mehr beherrsche. Ja, da haben wir volle Munition. Das sieht nach... Kalika aus. Kalink, Kalink, Kalika, Klika, Kalika, Kalika. Oh, 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 da sind auch Runner. Runner. Im Übrigen, habe ich mir auch mal ein paar Kommentare durchgelesen. Oh, 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 oh. Da meinte doch jemand, die Kamera laggt. Laggy. Ist ja nicht so, dass ich es erwähnt habe. Mein lieber YouTube-Freund, ich weiß es. Oh, 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 so wollte ich das gar nicht anfangen. Naja, ihr seid dabei. Wie gesagt, mein lieber YouTube-Zuseher, mein lieber YouTube-Freund, leider... Wow, wow, wow! What the fuck? Ja, stirb! So, Nachladen. Nachladen ging nicht, ne? Ja, nochmal nicht zielen und dann, Infizierte! Ja. Infizierte! Infizierte! Als wüsste ich das nicht schon. Scheint ja auch ein sehr kluger Junge zu sein. Der passt doch gut auf. Infizierte! Die Runner laufen weg, deswegen heißen sie auch Runner. Bam! Bam! Stirb! Aua! Aua, nicht hauen! Aua, nicht hauen! Aua, nicht hauen! Aua! Komm mal! Sie kriegen mal auf die Rübe und auf die Fetter und rechts und links und hast du nicht gesehen mit allem Dings und Bombs und überhaupt. So. Ich brauche eine Pause. Ich brauche glaube ich. Stirbt, ihr Motherfucker! Alter, was wollt ihr von mir? Komm her! Bam! Jetzt war der Fuß weg, geil! Oh, ich habe keine Muni mehr. Parkposition. Was ist das? Was ist das? Huch. Habe ich noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Alter, was ist hier los? Alter, ich bin hier. Alter, ich bin hier im falschen Film. Wie lade ich denn nochmal? Du warst gut. Wie lade ich denn nochmal nach? Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Achso, die Schießtaste drücken, wenn man nicht zielt. So, wir müssen jetzt weiter. Okay, das heißt also, wir haben das soweit erledigt. Ich werde mal die kleine Flinte rausholen. Mein Gott, war das anstrengend. Und es sind hier förmlich gefühlte 40 Grad in meinem Zimmer. Ich schwitze an Stellen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, die jetzt, hier nichts zur Sache tun. So. Ja. Schauen wir mal. Also, Timer ist gestellt. Ich muss mir mal den Timer mal woanders hinlegen, damit ich den mal ein wenig mehr im Blick habe. Kleinen Moment. Ich muss mal eben umbauen hier. Moment. Hallo. Hallo. So, jetzt liegt er mir natürlich genau da im Weg, wo mein
handlich mit dem Controller, aber so sehe ich den schon besser, den Timer. Da kann ich jetzt besser drauf gucken. Dann fällt das nicht mal so auf, wenn ich da gucke. So. Ja, wir sind ja immer noch in der Kanalisation. Das heißt, wir müssen natürlich auch wieder Ellie finden. Und den Jeffrey. Den Jeffrey. Jeffrey. Special. Ich wette, es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Es gab kleine Soundprobleme. Was haben wir hier? Den nehmen wir doch mit. Der ist schon verbessert. Und eine Werkzeug. Jawohl. Werkzeugstufe 3 erhalten. Das heißt, wir können unsere Ausrüstung jetzt nochmals verbessern. Da liegt noch was auf dem Tisch. Das habe ich gar nicht gesehen. Auf dem Tisch. Achso. Nein, die Munition haben wir ja. Haben wir ja schon gefüllt. So. Geht's jetzt hier? Was haben wir hier? Ah, okay, wieder das Wassersystem, stimmt ja. Shower Rules. Es gibt Duschregeln? Regel Nummer 1, nicht die Seife fallen lassen. Aber nur bei Männern. Entschuldigung. Ich kann es überhaupt nicht lesen. 10 second behind. Okay, egal. So, das ist hier. Naja, ist ja eine tolle Dusche. Naja. So. What have we here? Wir haben hier einen Lappen. Wir haben hier mal wieder Blue Rain. Das wissen wir ja mittlerweile, ist ja das Waschmittel. Blue Rain. Blue Rain. Blue Rain for always. Was ist das an? So. Wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste, Sie haben sowas nicht verdient. Oh, da ist ein Zettelchen. Ein Zettel. Kinderzeichnung. Ja, wir wissen alle, Kinderzeichnungen in Horrorspielen sind nie gute Vorboten. Gucken wir uns die mal an. Danny und, ach ja, Ish. Den Ish haben wir ja auch noch. Our Protectors. Danny, Ish. Unsere Beschützer. Die Leiter runterholen? Ja. Mach schon. Los. Genau. ZZ, aber ziemlich türkisch. Hatte ich eigentlich mal erwähnt, dass es hier mindestens 40 Grad sind? Sehr schön. Na bitte. Gut gemacht. So. Ich finde das sehr schön, dass das jetzt mal so im Wechsel ist, dass Joel jetzt nicht mit Ellie unterwegs ist, sondern mit einem anderen Kind. Das oh. Ist das Ellie? Na los. Oh. Oh. Huch. Ich glaube, wir kriegen jetzt Gesellschaft. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Munition verballert. Sam! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Oh, oh, wie war der nochmal rennen? Achso. Sam! Lauf, Joel! Sam, lauf! Boah. Ellie, geh weg von der Tür! Los, 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 los! Sam! Er ist durchgekrochen! Es weiß! Oh, oh. Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! What the fuck? Oh, da war eine. Oh, da war eine Metallstange. Oh, jetzt weiß ich, was kommt. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Nein, nein, nein! Wie habe ich die Stelle gehasst? Ah, wie habe ich. Hä? Hä, wo müssen wir denn hin? Hä? Ist es hier richtig? Ach ja, ja, jetzt kommt die Stelle. Oh, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich hasse die Stelle. Und ich habe die Munition verblästert. Oh, warum bin ich nur so hohl? Aber da gibt's. Oh, sehr schön. Oh. Hilf mir hoch. Ich sollte definitiv. Das erstmal jetzt. Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Weil wir kriegen nämlich jetzt Gesellschaft. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. So, da kommen sie schon, die Drecksäcke. Da kommen schon die Arschlöcher. Ja, ja, fickt euch! Fickt euch, fickt euch, fickt euch! Fickt euch, fickt euch! Achtung! Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, sprengt euch! Ja, fickt euch, fickt euch, fickt euch!
Fickt euch, rennt ihr Schweine! Ich hasse die Stelle. Ja, Brennusau! Wow! Wow, what the fuck? What the fuck? Ja, ich kann doch jetzt hier die Controller schütteln. Wow. Bam! Wow. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich krieg grad voll abfeiern, weil ich das beim ersten Mal geschafft habe. Was hab ich denn da? Ich hab eine Beule am Kopf. Frische Luft! Ja, sie hat's geschafft. Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Infected inside. Do not open. Jetzt hätte mal einer drin reinschreiben sollen. Komm, na los. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, jetzt hier mit der ganzen Sippschaft, wollte ich jetzt schon sagen, der ganzen Dings, werden wir jetzt erstmal ein bisschen hier was auffüllen wieder, weil wir haben ja ganz schön jetzt hier verbraucht. Das war echt knapp, hä? So. So, haben wir wenigstens wieder ein bisschen was. Tabletten haben wir nur noch 5. Messermeister haben wir ja fertig. So, alles klar. Ja, das lief ja eigentlich doch relativ cremig, geschmeidig. Somit haben wir das auch hinter uns gebracht. Das ist schön. Das ist schön, da habe ich Spaß dran, Freude dran. Der Wagen ist grün, und da liegen Sachen drin, die wir gut gebrauchen können. Für unsere Werkbank, denn dort machen wir das dann hin. Oder so. Oder so ähnlich. Oder wie auch immer. Whatever. Oh, geil. Geil. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ja. Yeah. Mal sehen, wie wir hinkommen. Und jetzt gehen wir erstmal. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Fängst du auch noch an zu singen? Die Ellie? So, jetzt sind wir in so einem kleinen Städtchen oder Dörfchen hier, wo wir uns ein wenig umsehen, um Ressourcen zu sammeln. Ressourcen. So, jetzt haben wir hier mal da Blue Rain. Aluhol nehmen wir mit. Lappen. Aluhol macht Birnehol. Oh wei. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, glaube ich. Also könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, schau wieder die Nase. So. Hier haben wir jede Menge. Flachbildschirme sieht anders aus. So. Ja, haben wir denn wieder was zum Herstellen? Ne, können wir noch nicht. Okay, dann gehen wir uns mal oben umsehen. Die beiden scheinen auch ein wenig. Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich. Meine Freundin. Marlene wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Er scheint doch gut zu verstehen. Tja, und jetzt. Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Da leuchtet noch was. Ja. Ja, es stimmt schon. Leuchtet noch was? Das habe ich total übersehen. Ja. Werkzeug. Werkzeugteile. Ich will ja mal nach da gucken, aber die Uhr liegt ja da jetzt rum. So, das ist die Badewanne. Joel könnte auch mal wieder eine Wanne vertragen. Oder eine Dusche. Oh, da liegen noch mehr Werkzeugteile. Wer ist das denn? Eine Tänzerin und ein Stück Papier zum Lesen. Plündernotiz. Da schauen wir. Oh, ey, ist denn sowas? Was ist denn los hier? Eine Nase, ey, Mann. So, vergrößern wir mal eben und fangen mal an zu lesen. Also, eine weitere Nacht und weitere Schießereien.
Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern des Castens erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm ins Versteck zu ziehen. Er sagte, es sei sicher und noch wichtiger versteckt. So muss man es lesen. Mein Gott. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut nur mir, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Na, das war keine gute Idee, oder? Das war keine gute Idee, genau. Das sehe ich genauso, Joel. Und somit suchen wir weiter nach Ressourcen, die wir... Hier gibt es ja jede Menge. Lappen und Scheren und... Jawohl. Die haben wir nachgeladen. Schauen wir mal ins Inventory. Gibt es immer noch nichts. Uns fehlen noch ein paar Sachen. Also ich würde gerne nochmal die Nagelbomben verbessern. Ja, und die Nahkampf ist ja verbessert. Die haben wir ja gefunden. Da haben wir ja gar nichts dran gemacht. So, dann gehen wir mal raus. Und haben wir hier noch irgendwie einen Keller oder so? Ja, da ist... Oder? Nee, von da kam... Ah, die Küche. Ah ja, die Küche. Die Küche. Cookies. Oh, jetzt so ein leckeren Cookie. Aber die sind wahrscheinlich schon abgelaufen. Die sind wahrscheinlich schon runter. So, was haben wir hier? Hier war den Garten. Im Garten. Da kannst du parken. Leckerer Grill. Achso, jetzt sind wir... Ach nee, das ist gar nicht der Garten, das ist die Dachterrasse. Achso, oder die Terrasse. Da drüben kommt man auch rein, oder? Nee, doch nicht. Jetzt müssen wir eben schauen. Wir sind ja jetzt immer noch auf der oberen Etage. Ob hier Keller? Ach, vom Keller kamen wir ja, ne? Ja. Mein Gott, schon so lange her. Ich hab's vergessen. Ich hab's verdrängt. Ist gerade sehr atmosphärisch. Sagt man atmosphärisch eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Hat eine sehr, sehr tolle Atmosphäre jetzt gerade. Das ist, glaube ich, intellektuell korrekt ausgesprochen. So, dann gehen wir mal rüber zu der Garage da drüben. So. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Oh, wie süß. Wild. Komm her. Komm her, Fifi. Hallo. Komm her. Was ist das? Ist ja ein braver. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann. Das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Bei uns, oder beziehungsweise bei mir, fährt einer. Ja, einer fährt auch noch hier rum immer und bimmelt immer. Eis. Das Problem ist aber immer, wenn er klingelt und ich dann runterrenne, dann fährt er meistens schon gerade weg. Ja, also nicht sehr produktiv das Ganze. Das heißt, immer wenn ich dann unten an der Tür stehe und habe mein Geld schon in der Hand und will sagen, ey, eine Kugel Vanille. Dann siehst du nur, ist er dann weg. Ja, was machen wir denn jetzt hier Schönes? Die Magazinkapazität der Flinte hatten wir schon. Das Gewehr ist, also das Jagdgewehr ist echt krass. Also Panzer brechen können wir mal. Oh ja. Die Panzer brechen, machen wir die mal. Das Gewehr. Weil ich weiß, da kommen noch ein bisschen schwierigere Gegner. Nachladetempo des Bogens machen wir auch mal. Magazinkapazität bei der Shorty. Nachladetempo machen wir auch mal.
Schussfolge des Revolvers. Dann haben wir den schon mal auf Dings, genau. Die Pistole eigentlich nutze ich so selten jetzt hier großartig. Ich glaube hier die Magazinkapazität können wir mal erhöhen, zweimal. So, und dann würde ich sagen, machen wir bei der Shorty noch die Schussfolge, oder? Streuung. Oh, wir machen die Streuung mal. Ja, erhöht die Streuung der Waffe beim Abfeuern. Genau, das machen wir mal. So, jetzt haben wir noch 20. Ich glaube, ich behalte die 20. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Behalte das Ganze mal. So. Und, oh, da kann man auch rein. Da gehen wir doch direkt mal gucken. Gucken. Hallo, the postman. Jemand zu Hause? Huch. Er lief jetzt aber komisch. Was hätte er einen Stock im Hintern? Hallo, das, lass mich doch durch. Was macht er wieder? Okay. Ja, jede Menge. Oh, sogar eine Fliegenklatsche. Was haben wir da? Kann man das, kann man da mal reinzoomen? Magda. Okay. Auf jeden Fall ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Das Pferd, Pferd, Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja. Könntest du auch mal wieder waschen? Das ist aber ganz schön eine dreckige Hose, du. So. Okay. Hier haben wir auch nichts. Achso. Oh, doch, hier gibt es doch noch was. Eine zweite Etage. Was ist das denn für ein Besen? Er ist ja beinahe größer wie der Kühlschrank. Wer hat denn hier gewohnt? Michael Myers? Hallo? Wer ist denn... Wer braucht denn so einen Besenstiel? Okay. Alles merkwürdig hier. Bei The Last of Us. Alles sehr, sehr merkwürdig. Huch, ich fege heute mal den, das Wohnzimmer von oben. Ich habe ja den längsten Besenstiel der Welt. Ich frage mich, wo die ganzen Fotos herkommen. Ob das nicht so ein paar Entwickler sind, die sich hier verewigt haben oder so, aber... Ja. Der grinst auch so. Oh, hier gibt es wieder was zu lesen. Vaters Notiz. Lesen wir das doch mal durch. Grüßend. Kara. Du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemand außer mir die Tür. Spart eure Kugeln, wenn ihr fortgehen müsst. Bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Uiuiui. Ich glaube, Dad kam nie wieder. So scheint es zumindest. Das haben wir auch voll, okay. Wir sind voll. Voll. Ich kann aber was verbessern. Ja, die Nagelbomben. Können wir da zwei? Nee, können wir nicht noch einer machen von. Na, hier gibt es wieder die tollen Bücher. Mhm. Aber jetzt können wir das nehmen. Nee. Können wir jetzt... Achso, wir brauchen noch Klinge. Ich hab schon gedacht, wir brauchen noch Klinge. Klinge brauchen wir noch. Klinge. Klinge! Oh, hier ist ein Dachboden. Da gehen wir gleich mal rauf. Das ist der ominöse Dachboden. Und wir sind immer noch ein Vampir. Wie in den meisten Videospielen. Ich verstehe es gar nicht. Heutzutage bei der Engine, bei den ganzen Grafikdesign, alles könnte man doch normalerweise richtige Spiegel machen. Aber naja, gut. Hoch, ich werde mich mal schminken. Ein wenig rosa Lippenstift. Ein bisschen Lidschatten. Das ist aber ein tolles Kissen. Aha. Fußballspieler? Na, schau mal einer, guck. Mittlerweile sind wir ja Weltmeister. Wow. Hat schon eine tolle Atmosphäre, muss man ja mal sagen. So, dann werden wir mal den
Dachboden öffnen. Und mal schauen, was da so... Bist du okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Nicht mehr da hoch. Slenderman, Slenderman. Do you hear, Slenderman? Pass auf. Ich kann mich entsinnen, dass ich da nicht gewesen bin. Auf der PlayStation 3. Oh. Nimm eine Taschenlampe mit. Und was gefunden? Was sind das? Dankeschön. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält 2 Treffer länger. Okay. Ich dachte, man könnte jetzt drauf auf den Dachboden. So, lesen. Ui. Nahkampfhandbuch. Band 2. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Gebrauchstechniken. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeuges wird nicht nur durch diesen in härteren Haltbarkeit, sondern zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Benutzers bestimmt. 1. Grundsätzlich sollte das Werkzeug beim weichesten Teil des Ziels angewendet werden. Beispiel: Mit einer Spitzhacke sollte man den Boden unterhalb eines Steines bearbeiten, um dies herauszuheben und nicht auf den Stein selbst gezielt werden. 2. Die Klinge sollte gleichmäßig auf einer Ebene geschwungen werden. Die Klinge sollte gleichmäßig auf einer Ebene geschwungen werden. Das Ziel im Winkel zu treffen schwächt die Klinge. 3. Wenn die Klinge feststeckt, sollte schrittweise Druck in einem parallelen Winkel zur Schneidebene ausgeübt werden. Seitlicher Druck kann die Verbindung beschädigen oder die Klinge zerbrechen. Klingenmeister. Klingenmeister. Ich sag ja, wir sind hier. Demnächst brauche ich von Naughty Dog direkt das Diplom. Möchte ich zugeschickt bekommen. Also Naughty Dog, falls ihr zuseht, ich hätte gern einmal das Diplom, ja, mit Stempel und Unterschrift von euch. Und dann kann ich dann hier auch Sprengstoffexperte und Werkzeugexperte dann werden. Oder kann mich dann so nennen, Doktor Professor Reflex, Doktor Professor Werkzeugflex oder sowas. Ja, das haben wir jetzt erstmal sehr schön erkundet. Das geht ja noch weiter. Ihr seht, wir sind jetzt da erstmal an der... Ja, wir sind noch nicht mal so weit gekommen. 2 Häuser waren wir drin. Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter und schauen uns dann mal, ich würde sagen, in diesem Haus um. Also, bis demnächst. Tschüss.